gehört. Das ist Sepp Maier. Sepp Maier steht dich vor. Ja, kenn ich schon, kenn ich schon. Bester okay. Mann. Sepp Ahu. Du bist mir ehrlich gesagt egal, Bruder. Also, das mich interessiert nur. Nur der Sepp war jetzt interessant, aber dass du da jetzt von der Seite kommst und dich vorstellst, Bruder, das juckt mich wie, als ob in China ein Reissack runterfällt. So, Jungs. Wir müssen auf jeden Fall, sage ich euch jetzt schon mal, es gibt viele Leute mit markanten Stimmen in der Truppe. Wir müssen uns auf jeden Fall so ein bisschen üben im Stimmen verstellen, ja? Geile Stimme hat er. Okay, kein Problem für mich. Yo, yo, was geht ab? Uwe, ich... Kannst du das? Nein, nein, ich wollte dich fragen, ob du das kannst. Also ich kann auch ein bisschen Berlinerisch sprechen, wenn du willst, Alter. Ich hab damit kein Problem. Okay, mach mal, Uwe. Hallo. Ah, wie geht's dir? Bruder, ich sag dir ehrlich, du hörst dich immer noch an wie ein Hurensohn. Das wird nicht funktionieren. Okay. Ey, Jungs, Jungs. Jeder versteht die Stimme. Ich fang an bei Farod, yalla. Bruder, keine Ahnung. Mexikaner entweder? Ja, oder Mano. Oder ich mach den... Oh mein Gott, ja, was geht ab, verdammte Scheiße? Oh mein Gott. Ja, oh fuck, Mann. Nein, nein. Irgendwas, Bruder. Was soll ich nehmen? Was sagst du, Diesel? Ich finde, dein Mexikaner ist ziemlich authentisch. Aber das findet man heraus, Bruder. Die sind schlau, die wissen. Ich hab schon Chief des Öfteren seine Mutter so beleidigt. Wie wär's denn, wenn du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, kannst du reden wie einer, der fast einschläft. So ein bisschen langsamer. Ich schneide die Bock, Alter. Eiskalt. Das ja, also ist die beste Tarnung. Jemand ein paar Zigaretten hier. Ja, genau. Ey, so. Und jetzt muss nur die Zigaretten durch eine Pfandflasche setzen. Pfandflaschen, eiskalt, genau. Pfandflaschen. Ich brauche ein paar Pfandflaschen, Jungs. Jetzt ist los. Du hörst dich original an wie ein Schabern. Was hast du jetzt denn nicht? Hat jemand ein paar Zigaretten, bitte? Ich brauche nicht ein paar Kippen hier. Okay. Schau mal, das Ding ist folgendes. Wer kommt denn noch? Kommt eine Person oder zwei? Eine, oder? Bei Filmen oder wie? Eine noch. Nein, jetzt bei Uwe, du meinst doch, du musst einen abholen. Uwe, holst du einen ab oder zwei? Einen. Okay. Okay, schau jetzt ganz kurz. Also, es gibt zwei, für diese Aktion brauchen wir zwei Teams. Das eine Team ist der Lockvogel. Die werden das Interview starten. Die werden auch unschuldig rauskommen. Die werden nicht in den Knast kommen oder sonst was. Das ist die Opferrolle. Und dann, das sind die Passiven und dann gibt es die Aktiven, wo ich mich sehe, vor allem im Geschlechtsakt. Die kommen dann zum Team aktiv. Wir sind dafür zuständig, dass wir, also die Passiven machen ein Interview mit den Presseleuten und die Aktiven kommen dann dahin und nehmen die alle hops. Okay, das heißt, wir werden die ficken, wir werden die vielleicht abstechen, vielleicht können wir auch des Öfteren die Mütter beleidigen. Aber und die KP arbeitet doch dort. Ist doch scheißegal. Auf jeden Fall werden wir dann... Ich hab nur den Schlüssel, Bro. Auf jeden Fall werden wir dann, dann ein Interview machen, mäßig. Die sollen keine Schmutzpresse, die sollen die Fake News nicht verbreiten. Wenn der streamt, könnt ihr gerne den über keinen mehr Bericht erstatten. Es sei, sonst werden wir die jeden Tag ficken. Und das müssen die auf Kamera halten und live stellen bei Live Invader oder bei Wixel News. Wenn die das nicht machen, dann ficken wir die tagtäglich, bis die das machen. Fuck die Pressefreiheit, Jungs! Ja, ja, freilich, auch auf die Pressefreiheit. Schmutzzeug, ja, genau. Uncut. Okay, aber jetzt andere Frage, Farad. Ist es cool, wie ich da hingehe mit meinem marokkanischen Bruder Hamza. Was soll ich sagen, was für eine Thematik soll ich ansprechen? Bruder, ich muss auf jeden Fall mitkommen, die Cabré. Sag doch irgendwie, keine Ahnung, Kulturschock oder irgendwie sowas. Erzähl aus deiner Kultur. Ja, du kannst vielleicht auch sagen, du musst ein richtig krasses Thema dir überlegen, Bruder. Wo die sagen, boah, darüber müssen wir berichten. Oder Würfelpack. Nein, Würfelpack ist uninteressant. Die Kündigung, die Kündigung. Ich weiß, nein, Korruption. Korruption im PD. Kommt gut an, wie damals, als meine Ansage gegen Farod. Bruder, was genau, ist denn Korruption, das hab ich nicht wenn vergessen. Ich da stehe, Farod? Ich ficke mich, ich schmeiß mich direkt stimmt, raus. Stimmt. Nein, genau, schau mal. Die Capri ist für Korruption und du bist dagegen und deswegen macht ihr ein Interview. Er fliegt auch raus, weil das nicht abgesprochen hat, kannst du knicken. Ja, die warten doch nur darauf, dass Diego einen Fehler macht. Ich sag euch ehrlich, Diego würde ich echt nicht da reinmischen, ja? Oder warte, Diego, geh einfach kündigen. Warte mal, Diego, aus welchem Kulturkreis stammst du? Hat auch durch sein EP und Theo 4K Zuschauer, ist doch geil. Okay, ist doch schön, Digga, ist doch jedem gegönnt, Digga. Ich meine? Wenn jemand gutes EP macht. Ich meine Albaner, ja. Ja, genau, dann macht doch sowas wie irgendwie Kulturvergleiche zwischen Spanien und Albanien, das wird sich doch voll an. Also besser Serbien und Albanien, das kommt auch seriöser rüber, oder nicht? Nee, das ist richtige Fitness. Damit reißt du alte Wunden auf, Bruder. Nein, aber ihr macht das auf gesunde Art und Weise, Alter. Jetzt nicht übertrieben. Na, das würde ich lieber lassen. Wir machen schon. Jungs, wir machen schon. Wir gehen dahin, wir finden schon was. Ihr müsst euch einfach vertragen am Ende. Das ist das Wichtigste. Ein bisschen Liebe zeigen, Mann.
Ja, oder wir machen das halt so, dass DiCaprio trotzdem hingeht mit seinem Team. Ich hab noch gar nicht verstanden, was der Plan ist. Ich hab's zugehört, aber nicht gecheckt. Anspricht und Diego ist der Spotter. Hol dir ein Fernglas und beobachte das Ganze. Machen wir jetzt Labello drauf, Chat, wer will mich küssen? Eins? Was genau, ob jemand da in der Gegend ist. Weil wenn PD-Officer vorbeikommen, dann sind wir auch gefickt, Bruder. Dann bist du sozusagen der Schutz dafür. Du musst dann halt rumfahren und schauen mit Fernglas, ob das da keiner in die Nähe kommt. Gut, da sehe ich mich. Ich denke, das Beste wäre, wenn wir das Ganze außerhalb der Stadt machen, weil, wie wir alle wissen, die ja beim PD waren, der Norden wird so gesagt nie angefahren. Oh, ich hab ein Thema. Der Lira-Kurs. Oder das interessiert doch keinen Mann. Ach, scheiße. Oder okay, dann mache ich auch. Ganz kurz, also wofür brauchen wir jetzt ein Thema nochmal kurz? Was soll interessant sein? Hab ich gerade nicht ganz zugehört. Ja, Bruder, wir brauchen ein spannendes Thema. Bruder, glaub mir, Würfelpark. Die Leute. Nein, Jungs, Bruder, da sind Jungs, zu viele Leute, kurz. Die Crack aufs Süßes. Wisst ihr was, ich hab Thema die Idee. Warte. Die sind produktive Leute, die werden schon so oder so was. Ja, aber es muss etwas sein, was die anlockt. Nicht, dass sie sagen, wir haben keine Zeit. Glücksspiel. Wie wäre es, wenn ihr sagt, ihr habt einen Skandal aufgedeckt von Life Invader? Das ist ja ihre Konkurrenz. Da werden sie anbeißen. Ja, ja. Das ist schlau. Sagt, ihr habt das da mit Leuten von Life Invader geredet und ihr habt hundertprozentige Beweise, dass die das nicht saubere Arbeit machen. Die werden anbeißen wie ein Fisch am Haken. Oder Polizeigewalt, Polizeigewalt. Korruption und Polizeigewalt ist auch ein gutes Thema. Aber gegen wen willst du da Beweise ausliefern? Geht doch nicht. Ja, mach gegen mich, schon. Bruder. Mach gegen mich. Mach gegen Faro. Ah ne, warte, wenn ich dann komme, dann zählen müssen die nur eins und eins zusammenzählen. Das geht auch nicht. Ich mach gegen Chief Hoffmann. Ja, Bruder, genau. Hoffmann und Botländer. Oh. Bruder, ich hab ein Geheimnis. Warte, ich hab ein Geheimnis, Bruder. Okay, sag ein Geheimnis, das ich schreib mir auf. Herr Hoffmann? Wir müssen jetzt abholen, komm, Sepp. Ja, geht und holt dann, kommt dann her. Herr Hoffmann? Ist drogensüchtig. Willkommen sofort, Jungs. Herr Hoffmann war unter Drogen im PD. Da, wer ist denn das? Servus, Sosa, was geht ab? Och nee, Mann. Ich dachte, Bruder, was eine Begrüßung, ihr verfickten Wichser. Ich dachte, da kommt was Romantisches. Ja, mal lieber. Ja, was? Wir unsere Hut. Hast du wer? Gefahren, dort unten so? Ich? Deine Mutter hast du da unten so, du Hurensohn. Oh mein Gott. Und dieses ist Sosa. Wir haben mit den Mörders ein bisschen Beef. Du raus und du fängst wieder Stress an. Warte, willst du das jetzt auf mich schieben oder was? Ja. Ey, apropos, wir wollten ja sagen, was los war. Hast du es gerade erfahren, ne? Was denn? Wir haben Stress mit den Leuten. Weißt du, was das Gute ist, Ose? Dann können wir nicht in den Knast kommen. Ich brauche eine Knarre. Der lass mal zu Tasty, ruf ihn mal an. Ah, ist der da? Keine Ahnung, guck doch das. Bruder, hier, wir haben eigentlich einen Auftrag mit Fahrrad und so. Wir wollen Wizido stürmen, aber wir werden jetzt erfolgt. Ey, Scheiße, Alter, warte, ich muss doch mal vorbeifahren. Ich brauche eine Pistole, ruf mal Fahrrad an. Farod? Glaubst du, Farod hat Pistole für dich? Ja, ja. Nein, hat er nicht. Du musst kaufen. Nein, nein, ruf ihn an und sag mal, Wichser, was er. Wir fahren doch sowieso zu dem jetzt. Okay, okay, warte. Fahr doch einfach mal hin. Fahr zu ihm hin, ich frag ihn. Okay, okay, warte. Wir wollten noch das Ding storten. Komm, sonst dauert zu lang. Ja, ja, komm. Bevor wir jetzt hier noch von irgendwem umgeknallt werden, hab ich jetzt nicht so Bock. Also, schau mal, Sosa, du bist neu gekommen. Ich sag dir den Plan auch nochmal, Bruder. Es wird drei Teams geben. Da gibt's einmal den Team, das Team, das das Interview führt. Da bin ich drin, da bin ich drin. Ja. Aber die werden nicht schießen, die sind halt ganz neutral, die sind ganz korrekt. Soll nicht einer mit mir beschatten kommen? Und weil dann wird's das Team geben, wo beschatten geht. Das ist mit Diego. Die werden Ausschau halten, dass da keine Officer oder sonst was in der Nähe sind. Und dann gibt's das Team 3. Das sind die Ficker. Okay? Die werden hingehen, werden die Presse ficken, bis auf einen und den werden sie ein Interview droppen. Und fertig aus. Das ist der Plan. Ich will Team Ficker sein. Aber ich brauche Geld für eine Pistole. Ja, wer kein Geld für eine Pistole hat, ist automatisch nicht im Team Ficker, du Arbeitsloser. Warte, wenn jemand arbeitslos ist, dann du, Alter. Du brauchst gar nicht das reden. Ich hatte noch nie eine Arbeit. Das Schöne ist, ich habe genug finanzielle Rücklagen. Nee, ist geil, dass du dann auch nicht da hast, ne? Du hast gar nichts, Uwe. Ganz finde, doch, ich erinnere mich vor ein paar Tagen, wie du zu mir kamst. Ich brauche Geld für meine Familie. Warte mal, Diesel, hast du gerade Familie gesagt? Nein. Okay, jetzt Spaß beiseite, Jungs, hört zu. So, Jungs, wir müssen das diskret angehen, Mann. Ich will verdammt nochmal Struktur hier drin haben. Verrückt! Scheiße, wir kriegen das hin, ja? Wir kriegen das hin. Und danach gehen wir alle nach Hause und ficken alle zusammen Uwe seine Mutter. Ja! Deine Mutter, Uwe! Jojo, Freunde, das machen wir. Uwe seine Mama, Uwe seine Mama.
du hast kein Diego, Geld. Stell dich ein bisschen weiter auseinander. Was, ich hab kein Geld, deine Mutter schläft, lässt sich gut anschauen. Diego, du bist Observation, du musst woanders hin. Jungs, rafft euch! Bruder. Jungs, rafft euch, hallo! Hallo, rafft euch! Hallo! Halt deine Fresse, du Wichser, Mann! Du nervst mich, das ist so, ey, Kopfweg. Okay, warte, welches Team? Ey, ich geh, glaub ich, lieber Team Ficker, da hab ich ein bisschen mehr. Also, Team Ficker, ich nur, so mit, nur mit Waffen am besten, Jungs, ne? Weil ohne Waffe könnt ihr nichts machen. Ich hab keine Knarre, ich muss wenn eine kaufen. Hast du genug Geld? Ja, ja. Und warum machen wir das jetzt mit der Presse? Weil die, was von Fadut veröffentlicht haben, was nicht so gut war, oder was? Ja, dadurch wurden zwei Officer, also zwei Polizisten gekündigt. Oh. Fadut und diese. Achso, die beiden da? Achso, okay, gut. Und jetzt wollen sie mäßig Rauch nehmen. Ah, okay, sehr gut. Wollen wir alle die gleiche nehmen oder ist egal? Scheißegal. Müssen wir auch die Klamotten ändern oder ist es egal? Klamotten ändern wir auch gleich. Okay, gut. Performance ist nice. Die Leute auf dem Server sind cool. Scrooge hat mich hier sehr, sehr herzlich empfangen. Okay. Ihr seid hat mir gut ready, geholfen. Ne? Ihr habt alle wir haben Magazine voll, alles voll. Wie viele Magazine brauchen wir denn ungefähr? Ich habe ja meine Pistole gegeben an Sepp. Willst du noch irgendwie ein Messer oder so? Na, alles gut, danke, das passt. Okay. Schaut mal, Jungs, also wir sind die Ficker. Wir gehen jetzt da rein. Wir sagen jetzt so erstmal alle Hände hoch, ist das? Dann werden wir sagen im Interview geben, dass die Presse nichts anderes außer Schmutz ist und die Presse der Stadt nur schadet. Mhm. Und wir verlangen, dass sie diese Szene einblenden. Und sobald ich sage und ich verlange von euch, dass ihr diese Szene einblendet, sage ich dann für die Straße und dann knallt ihr die Arbeiter ab. Außer den Kameramann. Ja, dass der das halt filmen kann. Genau, dass er das filmen kann. Und dann sage ich zu dem Kameramann, und das wird auch ausgestrahlt, ansonsten geht das jeden Tag so weiter, ihr Bastarde. Und dann machen wir uns ab. Ja, sehr gut. Aber machen wir normale Stimme oder verstellen wir die? Ich würde sie verstellen, sonst kann das zurückverfolgbar werden. Ja, stimmt. Okay, gut. Okay, ganz kurz. Die Kapi, wir sind bereit, gib uns das Go. Ja, so cool, Chat, Hilfe. Stellt die Fahrzeuge auf jeden Fall so hin, dass man sie nicht sieht von der Kamera aus, Männer. Genau, auch kein Kennzeichen, Jungs. Kennzeichen darf nicht zu sehen sein, sonst bin ich gefickt. Warte, Maske habe ich. Ja, Maske habe ich auch auf. Waffe ziehen und so aussteigen am besten, dass ihr die Waffe gleich in der Hand habt. Let's go, der X. Ja, es sieht zwar nicht, danke dir für viel. Ich bin ein bisschen aufgeregt, sag ich euch ehrlich. Alles ist free noch. Alles klar, wir warten nur auf die Capri, sein Go. Ich bin aufgeregt, sag ich euch ehrlich, dass wir reinscheißen. Ich habe eine Nachricht bekommen. Kommt, okay, Jungs. Kommt. Okay, seid ihr bereit? Ja, Freddy. Ja, natürlich. Let's go. Alles klar, Jungs. Dann geht's los, Alter. Bereitet euch vor. Let's go. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Ali, du auch? Ja. Es kommen zwei Autos, seid ihr da? Das sind wir. Ja. Schwanzer. Muss Berlinerisch machen, Chat. Ich hab hier Sachen Händen hoch, du Wichser, Alter. Was ist das denn? Scheiße, Mann, ich will auch hier. Haltet die Fressen! Ich hab hier gesagt, ihr macht die Hände hoch, Alter. Na ganz schnell, sonst knallt's, Alter. Ich das scheiß Mikrofon ab. Die Kamera bleibt an. Die Kamera bleibt an, du Hurensohn. Die Kamera bleibt an. Die Kamera bleibt an, ihr Wichser, ihr rührt euch nicht vom Fleck, ich schwöre auf alles, ich strick ab, Bruder, ich strick ab! Verdammte Scheiße! Ich will lieber machen, was er hier sagt, Alter. Ich strick ab, verdammte Scheiße, sag mir, ich soll abdrücken! Sag mir, ich soll abdrücken und ich knall ihn ab, Bruder! Warte doch! Drück ab! Halt die Fresse! Ich geb dir 50%, Bruder, bitte, Bruder! Halt deine Schnauze, du Pisser! So, Kameramann! Ja? Wir sind wegen euch da, ihr kleinen Hurensöhne! Ihr kleinen Hurensöhne! Du gottverdammter Hundesohn, kommst du mir noch einmal in die Quere, dann fick ich dich, hast du verstanden, du Nuttensohn, du Hurensohn. Du Internet-Rambo. Du Internet-Rambo, du lässt die scheiß Kamera an, hast du mich verstanden, du Wichser? Digga, warte mal, er denkt, ich mach Spaß. Hey, Tony, er denkt, ich mach Spaß. Das ist kein Spaß, Alter. Ich will nicht mal die Grenzen, ihr kleinen Wichser, Alter. Hör mal zu. Ich krieg gleich einen Herzkollaps, Bruder, bitte. 50%. Presse, nimm das auf. Nimm das auf. Ist alles drauf? Ist alles drauf? Okay, alles klar. Weißt du, wer noch alles drauf ist? Deine Mutter, die wird heute auch alles drauf bekommen, du Hurensohn. Hört mal zu. Wir meinen das völlig ernst. Die Presse soll, die ganze Stadt soll das mitbekommen. Ihr seid nichts außer Schmutz. Die Presse berichtet nur Scheiße. Nur Scheiße, Mann. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt das wenigstens für die Straße. So, du kleiner Wichser.
Ihr werdet noch von uns hören. Und das soll auf jeden Fall ins Interview. Wenn das nicht kommt, dann ficken wir jede Presse, jeden Tag. 24-7. Hast du das verstanden, 24-7. Habt ihr das verstanden, Alter? Ist der Clown deutlich gewesen, Alter? Wir ziehen ab. Ist noch alles sauber, Jungs. Ist noch sauber. Weg. Sagt mir, dass man schwer weggehen soll. So seid ihr. Obwohl ich einfach ohne euch nicht das sein. Den haben wir richtig gut gemacht, wa? Ja. Wir hoffen alle. Nein, ich bin bei richtig professionell. Lange hat es gedauert, 2 Minuten. Oh, okay, maximal, ja.